Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo rund ums Wissensmanagement. Dieses Mal geht es um die Projektretrospektive nach Scrum. Eine effiziente Methode, um zum Ende eines Projektes oder auch schon in einem laufenden Projekt sogenannte Lessons Learned zu erheben. Die Projektretrospektive beruht auf einem Workshop mit den Teilnehmern aus dem Projektteam. Zur Vorbereitung des Workshops wird der Projektzeitstrahl sichtbar aufgezeichnet, zum Beispiel auf einem braunen Packpapier auf einer Pinnwand im Raum. Auf diesem Zeitstrahl werden die wesentlichen Meilensteine, die Projektphasen eingezeichnet. Und dann geht es los. In einer ersten Runde werden an alle Teilnehmer weiße Moderationskarten verteilt. Die Frage, was ist in unserem Projekt passiert? Noch ganz wertneutral. Es geht jetzt noch nicht darum, ob das für das Projekt positiv oder negativ war. Es geht einfach darum, durch diese Frage nach Ereignissen im Projekt die Geschichte des Projektes wieder allen Teilnehmern präsent zu machen. In einer zweiten Runde wird es dann ernst. Hier werden jetzt grüne Karten verteilt. Die Frage ist, was würden wir wieder so machen? Wieder ist jeder Teilnehmer aufgefordert, in Ruhe nachzudenken, für sich seine ganz persönlichen Erfahrungen zu reflektieren und die aus seiner Sicht relevanten Erfahrungen auf Karten zu schreiben. Diese Karten werden dann kurz erläutert und dann wird darüber diskutiert, ist das tatsächlich eine Lesson, also steckt darin eine Empfehlung an andere zukünftige Projekte. Ein Beispiel, ein Teilnehmer hängt eine grüne Karte mit Superteam. Als Moderator würde ich jetzt nachfragen, habt ihr denn etwas dazu getan, dass dieses Team ein tolles Team wurde? Ist die Antwort, nein, das war ja das Geniale, wir haben uns beim Kickoff zum ersten Mal getroffen und irgendwie hat sofort die Chemie gestimmt, dann war das ein Glücksfall für dieses Projekt. Es ist wunderbar, sich beim Abschlussworkshop nochmal darüber zu freuen, aber es ist keine Lesson learned. Es lässt sich keine Empfehlung an andere Projekte daraus ableiten. Ist die Antwort auf die Frage, dass das Team vielleicht sehr früh beim Kickoff eine Teambuilding-Maßnahme gemacht hat, dass rückblickend betrachtet diese Maßnahme sehr wertvoll war für die Kommunikation, für die Zusammenarbeit im Team, dann steckt in dieser grünen Karte potenziell eine Lesson learned. Die nächste Frage ist, was wäre die Empfehlung, die wir daraus ableiten und ist die tatsächlich über unser Projekt hinaus relevant? Und dann geht es darum, wie bringen wir diese Empfehlung? Also nehmen wir an, das Team sagt, ja, wir wollen allen anderen auch empfehlen, eine Teambuilding-Maßnahme zu einem frühen Zeitpunkt im Projekt durchzuführen. Dann ist die nächste Frage, was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Wo können wir die in die Organisation zurückspielen, sodass sie in Zukunft auch möglichst sicher genutzt wird? Das Einfachste und was oft gemacht wird, ist dann in einem Projektabschlussbericht das Ganze zu dokumentieren oder auch ein spezielles Lesson-Learned-Dokument zu erstellen. Hier allerdings besteht das große Risiko, dass diese Dokumente im Nachgang nicht wieder gelesen werden und deshalb diese Empfehlung letztendlich ihren Adressaten nicht erreicht. Viel klüger wäre es, hier an dieser Stelle zu überlegen, vielleicht gibt es eine Checkliste für den Projekt Kickoff und man könnte diesen Punkt in die Checkliste aufnehmen. Oder es gibt einen Leitfaden für das Projektmanagement und man könnte diese Empfehlung dort mit aufnehmen. Oder es gibt eine interne Ausbildung für Projektmanager und man könnte diese Lesson dort integrieren. Es geht also darum zu überlegen, wie die Empfehlung tatsächlich möglichst nah an den eigentlich betroffenen Prozess gebracht werden kann. Das heißt also, der Transfer einer Lesson Learned ist nicht zwangsweise das Erstellen eines Lesson Learned Artikels. Dritte und letzte Runde dieses Workshops. Hier werden nun rote Karten verteilt mit der Frage, was würden wir nächstes Mal anders machen? Die Frage ist bewusst nicht formuliert, was ist schlecht gelaufen oder wo gab es Probleme, sondern was würden wir anders machen? Es geht um Dinge, die sich tatsächlich verändern lassen, die beeinflussbar sind. Es geht um konstruktive Vorschläge.
Das wird noch unterstützt durch eine weitere Regel. Eine rote Karte darf nur gehängt werden, wenn auf einer gelben Karte ein konkreter Verbesserungsvorschlag mitnotiert wird. Und auch hier stellen sich wieder die gleichen Fragen. Ist diese Erfahrung überhaupt über das laufende Projekt hinaus relevant? Gibt es zu dem dargestellten Problem eine konkrete, wenn möglich auch erprobte Lösung? Für wen ist diese Lesson relevant? Und wie können wir sie am wirkungsvollsten transferieren? Am Ende eines solchen Workshops, der erfahrungsgemäß 1,5 bis 2 Stunden dauert, steht als Arbeitsergebnis mindestens eine Flipchart-Seite mit konkreten Maßnahmen, nämlich die Lesson, der Transferweg und das übliche, wer kümmert sich darum, bis wann. Wie gesagt, dieses Projektretrospektive nach Scrum ist eine sehr effiziente Möglichkeit, in einem so kurzen, sehr sachlichen, sehr zielgerichteten und klar strukturierten Workshop erfahrungsgemäß 5 bis 10, maximal 15 sehr konkrete kleine Verbesserungsmaßnahmen aus einem Projekt heraus zu identifizieren. Vielen Dank und viel Erfolg in den nächsten Projekten.